Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Heike von Stamping & More. Und heute habe ich die Auslosung für euch für den Sketch des Monats vom Januar. Und wollte euch noch so ein paar interessante Neuigkeiten zeigen. Und zwar gibt es jetzt vom 1. bis zum 28. Februar zusätzlich zu dieser kleinen Celebration-Broschüre, die wir haben, noch 10 weitere Produkte. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe mal geguckt, was die normal kosten. Und da lohnt sich das schon. Allein dieses Produkt Nummer 1, das Kreativset, kostet, wenn wir das kaufen, 28 Euro. Die Verpackung für Leckereien kostet 23 Euro. Also das ist schon eine Menge. Die Stanzen finde ich sehr schön, zumal bei den Vögeln braucht man, hier bei der Elementstanze Singvogel, braucht man noch nicht mal mehr das Stempelset. Da reicht wirklich die Stanze und man kann den Vogel sich zusammensetzen. Also das sind tolle Sachen. Auch die für 120 Euro, das Produktpaket Garten Eden, das hat einen Wert von 63,90 und das ist schon eine Menge Geld. Also wer jetzt noch bestellt, schaut euch das an. Ich stelle es alles unten in die Infobox rein. Da könnt ihr euch diese Sachen downloaden. Dann gibt es neu ab 1. März für Demonstratoren natürlich 4 Wochen früher. Wir haben natürlich immer den Vorteil, dass wir alles wesentlich früher bekommen als die in Anführungsstrichen normalen Kunden. So, und zwar exklusiv online. Das heißt, das sind Produkte, das wird es für nächstes Jahr wohl öfters geben, Produkte, die kurzfristig ins Sortiment genommen wurden und nicht in den Printmedien, also in den Katalogen auftauchen. Deswegen heißt das exklusiv online. So kann Stamping Up sofort reagieren, wenn irgendwelche Trends kommen oder Sachen kommen, die wirklich mal eben so schnell reinwerfen wollen. Das ist jetzt dieses für ab 1. März und ich möchte euch das zeigen. Hier sind die Sachen, ich zeige euch die gleich, ich habe die Sachen alle hier, weil noch ist das Celebration und noch gilt das Einsteigerangebot, was wir haben. Das heißt, Ware für 230 Euro aussuchen und 160 Euro bezahlen oder die anderen Möglichkeiten nehmen, 77 Euro für die Stand- und Prägemaschine, die es einmal in Boho Blau, die Mini, oder in Weiß gibt. Und eben halt die Differenz zu den 230 Euro dann als Ware aussuchen. Ich persönlich finde das hier ein tolles Set. Und zeige euch das mal eben. Weil ich zeige euch gleich auch mal für den nächsten Sketches Monat, habe ich mit diesem Set schon mal 2 Karten gemacht, um euch das zu zeigen. So, fangen wir erstmal an. Und zwar mit der Produktreihenkollektion Faszinierend Floral. Da haben wir das Stempelset, das sind Gummistempel, das seht ihr. Dann sind hier die Stanzformen, echt toll. Dann haben wir das Designerpapier dazu. Wobei ich bei dem Designerpapier sagen muss, sind da wieder die neuen Farben schon bei, die in den neuen Katalog kommen. Und zwar ist das Lagunenblau haben wir schon gehabt und Faungrün haben wir schon gehabt. Ich habe noch von Faungrün einen Vorteil gehabt. Ich habe noch ein Blatt Farbkarton hier gehabt. Das seht ihr gleich auch. Und damit habe ich schon mal gearbeitet. Dieses Papier sieht aus, als wenn das weiß embossed ist. Es glänzt nicht, aber es sieht so aus. Das ist wunderschönes Papier und von jedem Papier sind es immer 4 Seiten. Damit habe ich jetzt gerade gearbeitet. Auch die Hintergründe sind toll. Faungrün ist eine tolle Farbe, lässt sich super kombinieren mit Aquamarin. Nur zu eurer Info, das zeige ich euch auch gleich. Auch hier ist es wunderschön, das mit dem Weiß. Das ist tolles Hintergrundpapier. Da passen zum Beispiel die Stanzformen, die wir haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die kleine passt da auch. Es sieht so aus. Das ist auch wunderschön. Da müssten die Stanzformen auch passen. Mal schauen. Ja, da müssen auch die Stanzformen draufpassen. Da und auch da. Ja, das sollte passen. Also ihr könnt vieles ausstanzen. Auch das ist ein tolles Papier. Also das ist wirklich wunderschönes Papier. Da ist das in Lindgrün. Ton in Ton. Da seht ihr, das ist übergeblieben von meinem, wo ich mitgearbeitet habe. Das ist Faungrün. Da ist wieder, kann man wieder ausstanzen. Also das ist wirklich tolles Papier, muss ich sagen. Auch das hier ist wirklich schön.
Das sind 48 Blatt, wenn ich das richtig gelesen habe. Moment. 48 Blatt in 15,2 x 15,2 cm. Also 6 x 6 Inch Zoll, so wie ihr das möchtet. So, also auch das Papier ist toll. So, dann gehört zu der Produktreihenkollektion gehören auch noch die satinierten Steine. Auch die sind schön, die sind nicht selbstklebend, aber die könnt ihr ohne Probleme mit dem Aufhebhelfer aufkleben. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Also die sind wirklich wunderschön. Ich habe es ja auch gleich auf meinen Karten drauf gemacht. Daher werdet ihr das gleich sehen. Also das ist ein tolles Set. Kann ich nur empfehlen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so toll rauskommt. Ihr seht auch gleich, warum ich begeistert bin. So, dann haben wir nochmal Designerpapier. Und zwar besonderes Designerpapier. Das habe ich auch noch nicht ausgepackt. Moment. Da ist das. Also das ist jetzt die Produktkollektion, sind die vier Teile. Designerpapier, ja, das Produktpaket, genau, die vier Teile. Das ist die Kollektion. Ja. Genauso. So, jetzt kommen noch drei andere Sachen dazu. Das habe ich jetzt auch noch nicht selber ausgepackt. Ich hoffe, das glänzt jetzt nicht zu doll. Ach, da sind immer zwei Blatt von drin. Das ist Kupfer. Das müsste Kupfer sein. Ja, quasi dieses Filigran, was wir haben, Floral. Filigran, Floral oder Floral, Filigran. Müsste super dazu passen. Besonderes Designerpapier und das heißt glanzvolle Natur. Okay. Das ist auch sehr schön. So, dann haben wir noch zwei andere Sachen. Und zwar sind das Prägefolder. Das ist ein Dreier-Set. Das sind 3D-Prägefolder. Ja, 3D-Prägefolder. Ich packe euch die mal aus. Ich zeige euch, die sind echt toll. Das sind Basics. Und die kann man wirklich für alles nehmen. Das ist eine Blume. Das könnte man auch Weihnachten als Weihnachtsstern nehmen, als Hintergrund. Den Hintergrund habe ich schon gearbeitet. Das ist so wirklich toll. Und das sind so Blasen. Ja, sieht so aus. Wie so 3D-Blasen. Das ist auch toll. Das ist hier mit drauf. So, und dann haben wir jetzt wieder neu Zahlen und Buchstaben. Und dadurch, dass die jetzt wieder durchsichtig sind, sind die natürlich wieder genial, dass man genau sieht, wo die gestempelt werden. So, hier passen die genau rauf. So soll es sein. Das ist ja das, was uns fehlte. Wir haben zwar zum Stanzen gehabt, aber wir haben keine Stempel als Buchstaben gehabt. So, das ist das komplette Set. Das, das und das. Das dürftet ihr euch, wenn ihr einsteigen wollt, in euer Einsteigerpaket, in euer Starterpaket mit reinnehmen. Also überhaupt kein Problem. Dann hörtet ihr das auch schon lange, bevor das offiziell bestellt werden kann. So, das war das. Auch den Flyer stelle ich in die Infobox, kannst du dir runterladen. So, jetzt mache ich dich neugierig nicht. Ich zeige euch jetzt mal eben die Karten, die ich schon gearbeitet habe. Sind die nicht toll? Dieses Faungrün ist wirklich echt klasse. Die erste Karte, die ich gemacht habe, habe ich nicht geprägt. Und da habe ich mir gedacht, ach, das mit dem Prägen sieht bestimmt toll aus. Hier seht ihr übrigens auch die Steine, die ich gesetzt habe. Hier habe ich kleine gemacht. Und da seht ihr, das ist geprägt. Ist wirklich wunderschön. Das ist Aquamarin. Und den habe ich mit unserem weißen Embossingpulver gestempelt. Also ich habe den gestempelt und embossed. Kommt richtig toll raus. Und hier seht ihr eben halt Faungrün und Aquamarin. Passt echt toll zusammen. So, da innen habe ich noch ein kleines Stück von dem Designerpapier reingemacht. Also wirklich tolle Karten, oder? Ich finde es klasse. Also das ist wirklich ein wunderschönes Set. So, kommen wir jetzt zu den Sketch für Januar. Hier ist jetzt mein Paket. Das sind die Karten, die ich bekommen habe. Die zeige ich euch auch mal eben. Das ist ja das, was es zu gewinnen gibt. Hier war der Sketch. Der ist schon etwas ramponiert, aber das ist der Sketch. So, und hier sind die Karten dazu. Das ist die erste Karte. Die habe ich bekommen von Nicole. Sehr schön. Dann habe ich eine Karte bekommen von Larissa.
Und nur zur Info, es müssen nicht Stamping-Up-Produkte sein, wenn ihr mir Karten schickt. Es können auch andere Produkte sein. Also ich bin nicht darauf erpicht, dass ihr nur mit Stamping-Up arbeitet. Nur zur Info. So, das hier ist von Helga, die Karte. Die ist auch sehr schön hier. Mit dem Vogelset habe ich gar nicht so viel gearbeitet. Das ist Birgit. Das weiß ich, das ist von Karin. Das ist von Anke, das ist ein Teammädel von mir, das ist bei mir mit im Team. Das ist Brigitte, auch wunderschön. Ich weiß nicht, ob dieser Glitzer rüberkommt. Sie hat das geprägt und dann auch nochmal beglittert. Und das sind die beiden Karten von Anja. Anja konnte sich nicht entscheiden und hat mir dann beide Karten gegeben. Ist aber halt nur einmal im Lostopf drin, ne? Aber auch diese beiden Karten sind toll. So, die hat sie dann auch mitgegeben. So, das sind die Karten, die gekommen sind. Hier habe ich jetzt mal die Lose drin. Das ist das Stempelset, was es zu gewinnen gibt. So, und jetzt wollen wir mal eben ein bisschen... Das sind ja nur 8, weil Anja hat ja 2 Karten gegeben. So, den können wir wieder wegpacken. Und dann schauen wir mal, wer das jetzt ist. Larissa. Larissa, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Stempelset gewonnen. Das wird auf Montag auf dem Wege zu dir gehen. Und ich wünsche dir viel Spaß damit und hoffe mal, dass du dann uns auch mal ein paar Bilder zeigst, was du damit gestempelt hast. Jo, das war jetzt der Workshop für, der Sketch für Januar. Gewonnen hat Larissa. So, und jetzt kommt der Sketch für Februar. Da ist der. Und daher habt ihr jetzt auch gesehen, meine Karte. So, Vorlage ist einmal eben, das ist Designerpapier, das ist Farbkarton, ein Spruch, der gemattet ist, also hinterlegt ist, und das war's. Kartengröße ist klar, 14,8 x 10,5. Das ist der Sketch jetzt für Februar. Ich wünsche euch allen viel Spaß dabei beim Kreieren der Karte. Meine habt ihr hier schon gesehen, meine Karte. Und zu gewinnen gibt es dieses Mal, Moment, ich muss mal eben... das hier abmachen. Und zwar gibt es die Eulenpost diesmal zu gewinnen. Die Eule, die seht ihr ja jetzt mittlerweile überall schon. Das ist jetzt die Eulenpost und die gibt es jetzt im Februar zu gewinnen. Wer dabei sein will, weiß Bescheid. Der kann mir die Karte zukommen lassen. Zu den Karten wollte ich noch was sagen. Und zwar habe ich mir überlegt, weil die ganzen Karten aufbewahren kann ich nicht. So, und ich bin ja im Vorstand mit bei der Bremerhavener Haustierversorgung. Das ist eine Tiertafel in Bremerhaven. Und die machen 2-mal im Jahr einen Kreativmarkt zu Ostern und zu Weihnachten. Da sind auch ganz viele fleißige Helfer, die vorher schon basteln und fertig machen und mithelfen. Und da würde ich eben halt diese Karten, die würde ich fertig machen mit Umschlag und schön in Folie packen und würde die dann da hingeben. Die werden dort verkauft und das kommt den Tieren zugute. Wer das nicht möchte, ist überhaupt kein Problem, habe ich auch keine Schwierigkeiten mit. Der sagt mir das bitte, gebt mir das eben bekannt und die Karten lasse ich raus. Alle anderen Karten gebe ich dann mit zur Bremerhavener Haustierversorgung. So, das war es von mir. Das ist jetzt wieder doch ein bisschen länger geworden, aber wir haben jetzt die Auslosung gemacht. Ihr habt jetzt den neuen Sketch und könnt euch gleich ranmachen, den fertig zu machen. Ich freue mich auf die Karten von euch. Ich finde es toll, dass wir gleich beim ersten Mal schon so viele Karten, dass ich die bekommen habe. Daher, also auf geht's. Euch allen noch eine schöne Woche. Seid kreativ, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss aus Bremerhaven.